Herr Erdmann und Tobi sagen Hi. Sonntag ist heute und wie man sieht, scheint auch richtig schön die Sonne. Der Tobi hat heute was dabei und zwar, bleib Erdmann schön brav, ne? Haben wir heute von Mora Knies das Mora Eldris dabei. Ein schönes kleines Messer. Holen wir mal raus. Und ich komme mal her zu euch. Du bleibst hier, Erdmann. Schön brav, ne? Das Mora Eldris. Relativ kleines Messer. Kann man überall schön mit dabei haben. Ich habe jetzt hier die ganz einfache Variante dabei. In Schwarz. Das Ganze gibt es auch nochmal in Grün, in Burnt Orange, in Blau, in Rot. Dann gibt es das Ganze auch noch mit Feuerstahl-Kit. Ne? Und dann gibt es das Ganze auch noch in der Light-Version, wo es ein bisschen günstiger ist. Scheide Polypropylen. Messer Mora Eldris. Sehr klein, wie man sieht. Griff ist auch aus Polypropylen und in der Griffmitte, das ist ein bisschen, ja, ist gummiert, also außen ist es ein bisschen gummierter. Liegt schön in der Hand. Grifflänge haben wir 8,9 cm und Klingenlänge sind 5,7 oder 5,9 cm. Genau. Klingenrücken ist extrem scharf angeschliffen, also da können da auch wunderbar Feuerstahl mit anzünden. Holen wir mal den Feuerstahl raus. Feuerstahl. Also da geht richtig gut was mit dem Klingenrücken. Und beim Mora Eldris ist vorne die Schneide ein bisschen feiner ausgeschliffen. Das Ganze hat einen leichten Droppoint, nach vorne hin abfallend. Richtig schön. Ein richtig schönes Allround-Messer, ähnlich wie dem Mora Kanzbuhl, was auch vorne ein bisschen feiner ausgeschliffen ist für Schneidarbeiten. Der Unterschied zwischen dem normalen Mora Eldris und dem Mora Eldris Light Duty, Dati, keine Ahnung, beides hat einen 12C27 Sandvik-Stahl, also Schweden-Messerstahl. Richtig schöner Stahl, sehr rostträge. Der Unterschied ist, wir haben hier eben vorne die Klinge ein bisschen feiner ausgeschliffen für Schneidarbeiten. Während beim Light Dutty haben wir kompletten Scandi-Schliff, komplett durch. Und hier haben wir nur hier hinten den Scandi-Schliff, also nennt man auch Compound-Klinge, genau. Klingenlänge und Griff, genauso wie Scheide, ist alles dasselbe. Dann ist der Unterschied noch, wir haben hier eine satinierte Klinge und beim Light Dutty haben wir eine polierte Klinge. Und beim Light Dutty ist der Klingenrücken nicht so scharf angeschliffen. So, hier können wir mit dem Klingenrücken eben, wie man gesehen hat, richtig schön den Feuerstahl betätigen. Und beim Light müssten wir uns halt den Klingenrücken ein bisschen mit einer Feile zu 90 Grad anschleifen. Wer damit keinen Feuerstahl bedienen möchte, der kann auch sich das Light kaufen. Es kostet halt ja, fast 10 Euro weniger. So, das Ganze kann man auch als Neckknife tragen. Hier hinein, hier unten bei der Scheide einfach ein Paracord oder was anderes durchgezogen und Neckknife. Sitzt auch richtig schön stabil in der Scheide drinnen, also verliert man nicht so schnell. Die Scheide, wenn euch der Griff zu kurz ist, könnt ihr die auch hinten drauf stecken und habt somit ein bisschen einen besseren Griff zum Arbeiten. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Stecken haben, damit wir hier mal ein bisschen Schnitz-Action machen. Ja. Also wie man es von Mora-Messern gewohnt ist. Beißt sich schön ins Holz. Da fliegen nur so die Dinger wieder weg. Also wunderbar. Und mit dem Klingenrücken, da könnt ihr auch schön, wenn ihr mal die Schneide ein bisschen schonen wollt, könnt ihr auch mit dem Klingenrücken, wenn ihr jetzt einen Haselnussstecken ein bisschen entrinden wollt, mit dem Klingenrücken. Ne,
bricht man schön die Rinde dann ab vom Haselnussstecken. Das hier ist jetzt einfach ein trockenes Stück Holz. Oder ihr habt euren Kienspan, auch mit einem Klingenrücken, dann schöne, feine Fasern machen, ne, damit ihr dann das mit eurem Feuerstahl ganz einfach entzünden könnt. Es gibt dann noch die Variante, wie gesagt, mit Feuerstahl. Und da ist dann hier oben noch einmal so ein Verschluss drüber, damit man es richtig schön als Neckknife tragen kann. Für Aufbrucharbeiten, fürs rote Handwerk auch ideal. Man kann es schön an der Bauchdecke entlang führen, das Messer, dadurch, dass es eben allgemein zu kurz ist. Genau. Messer selbst wiegt 60 Gramm und mit der Scheide, glaube ich, zusammen 80 Gramm. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ganz einfaches kleines Messer als Allrounder. Also ich finde es richtig schön. Ich, weil ich ja auch Feuerstahl benutze und ich mag einen scharfen Klingenrücken, deswegen habe ich hier das normale Eldris und nicht das Light. Aber wie gesagt, wenn man keinen scharfen Klingenrücken braucht und nicht vorne die fein ausgeschliffene, ich hoffe man sieht es, nicht vorne die fein ausgeschliffene Schneide, nimmt man das normale Light und hat dann einen kompletten Scandi durchgehend. Gehärtet ist das Ganze auf 58 Rockwell und der Anschliff ist, glaube ich, soweit ich weiß, auf 12 Grad angeschliffen. Die Mora-Messer durch die Bank weg, also ich nehme sie gern, ich kann sie nur empfehlen. Sind halt Arbeitsmesser, keine Schönheiten, sie sind funktionell und ja, man hat einfach was Schönes, finde ich. So, der Herr Erdmann und ich, wir gehen jetzt noch ein bisschen durch den Wald. Nutzen noch den Sonntag aus, grillen dann später ein bisschen und vielleicht sieht man sich ja mal im Laden. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch allen eine schöne Zeit draußen. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt bei dem Messer jetzt. Also wie man gesehen hat, Feuerstahl funktioniert. Da holen wir dann nochmal raus, ne, Erdmann. Da fliegen wirklich, also damit kriegt man ganz easy Feuer an. Man kann auch das ganze Ding da in einen Baumstumpf reinstecken und dann so entlang ziehen, wenn man nicht so geübt ist und Angst hat, man schießt sein Zundernest weg. Ne? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten oder man legt es schön auf, hat hier sein Zundernest, also mitten rein und zieht dann den Stahl so drüber. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um diesen Feuerstahl so zu benutzen, dass man die Funken hinbekommt, wo sie hingehören. Ja, also wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das Messer, also das einfache, ist UVP 29,95. Nicht allzu teuer. Auch jetzt nicht das günstigste, wie das Companion oder das Mora Robust. Aber ist einfach ein schönes Messer. Hält schön in der Scheide drinnen. Und genau. Das Light, das liegt glaube ich bei 19,95, also ein guter 10er Unterschied. Wie gesagt, wer diese Details an der Klinge nicht braucht und keinen scharfen Klingenrücken, 19,95 das Light. Und das mit Feuerstahl, das hat glaube ich einen deutlichen Aufpreis. Ich glaube, das liegt bei um die 40, 44, 45 Euro. Also wer eh so einen Feuerstahl mit dabei hat und ihm einfach nur so das Messer reicht, holt sich das hier. Es ist halt auch schön klein, kriegt man schön in die Hosentasche, es trägt nicht wirklich auf. Leicht ist es, einfaches, reines Arbeitsmesser. Mir gefällt's. Also, Tobi macht jetzt Schluss. Kurzes, einfaches Video. Wir sehen uns. Ciao!